Herzlich willkommen hier zurück beim Adeptus Mechanicus, meine lieben Freunde in Stellaris. Die Rontoslaughterers vernichten ganze Systeme und wir werden versuchen, demnächst da mitzumachen. Also nicht beim Vernichten der Systeme, sondern um sie aufzuhalten natürlich. Noch warten wir aber darauf, dass unsere Flotten jetzt hier so nach und nach aufgebaut werden. Da war schon wieder das nächste System fällig, ne? Aber ihr seht, wir bauen jetzt hier gerade eben schon wirklich eine Menge Schiffe und es werden immer mehr durch unsere stark aufgebauten Flottenproduktionskapazitäten, die wir jetzt hier hochgezogen haben. Und das alles planetar gestützt an der Stelle. Ich habe noch keine besseren Möglichkeiten gefunden. Und ich finde es in Ordnung, das jetzt hier gerade eben so zu tun. Oh, wir werden wieder irgendwo angegriffen. Wo? Okay, das scheint. Ah ne, das ist hier unten. Ja, ich kriege jedes Mal hier gerade eben so ein bisschen so Trouble, wenn ich sowas jetzt hier sehe. Ne? Aber schade, ich hätte den ganzen Kram hier gerne erobert. Sehr gerne. Was ist eigentlich mit dieser Welt hier? Diese tote Welt hier, die ist noch nicht kolonisiert. Und ich möchte sie sehr, sehr gerne kolonisieren. Oh Gott, meine Gründerspezies kann das aber leider nicht so gut. Nee, dann lassen wir noch die Finger davon. Ich erinnere mich, es hat wohl einen Grund gegeben, warum wir das so nicht gemacht haben. Jetzt sehe ich ihn wieder. James Norska ist gerade von uns gegangen. Oh Mann, wir singen für seine Seele. Einer unserer Wissenschaftler ist von uns gegangen. Okay, jetzt muss ich mal gerade mal gucken. Der war nicht im Rat, der Gute. Aber hier drin. Ja, ich will auf jeden Fall natürlich wieder Ersatz haben. Auf jeden Fall. Wen nehmen wir denn jetzt rein? Also, na, lasst euch nicht davon irritieren, dass jetzt hier nur weibliche Charaktere da sind. Das ist eigentlich völlig egal. Ich glaube, ich nehme hier einen Astralriss-Spezialisten. Das finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Und dann nehmen wir... Oh, wen hatte ich denn kaum noch drin? Ich nehme jetzt mal... den Kai. So, Kai, du bist dabei. Willkommen im Team. So, Ebenentheoretiker mache ich auch nochmal besser. Könnte sich rechnen. Ich mache jetzt auch hier, dass du halt einfach archäologische Sachen machst und Astralrisse. Das ist das Ziel. Und wir beobachten jetzt hier gerade eben weiterhin das Wachstum unserer Flotten. Hier, diese Flotte hier, die ist schon ziemlich weit. Guck mal, die hat auch schon 102k Kampfkraft. I like what I see. Das ist echt fantastisch. Jetzt fehlt nur noch die da hier. Dann ist die auch bald so weit. Sind schon 20 und 30, schon bei 63k. Kann man den hier nicht einfach in der Reihenfolge... Oh, ich hasse es, dass ich die Reihenfolge nicht ändern kann. Oder kann man das hier vielleicht? Ne, hier ist die Reihenfolge sowieso eine ganz andere. Das soll mal einer verstehen. Also 48, 49... Hier könnte noch ein weiteres Schiff rein, wie ich gerade feststelle. Also die sind schon auf Maximum. Da fehlen jetzt hier nur noch ein paar wenige Begleitschiffe. Wir werden demnächst einsatzfähig sein, Freunde. Demnächst ist es soweit. Ich gehe jetzt hier, glaube ich, mal wieder nochmal um 30 runter. Ich hasse es, wenn ich rote Zahlen sehe. Das Zeitalter der roten Zahlen bei MIRP ist vorbei. Und viele meiner Zuschauer, was? Das ist nicht mehr mein MIRP. Okay, wir haben jetzt hier, wie ihr sehen könnt, hier noch weitere Sternbasenkonstruktionen ist hier abgeschlossen. Aber die waren eher planetar gestützt. Also jetzt haben wir wirklich eine brutale Flottenproduktionskapazität, das sage ich euch. Meine Flotten sind jetzt auch absolut einsatzfähig. Hier brauchen wir nochmal einen weiteren Admiral. Und ich glaube tatsächlich, dass ich unseren Verteidigungsminister... Nee, ich nehme dich da rein, AT. Arte, du übernimmst diese Flotte. Wo befindest du dich eigentlich mit dieser Flotte? Du bist da oben, ne? Genau, du bist einer der Letzten, die jetzt hier die Schiffe noch bekommen. Gehen wir mit der Geschwindigkeit nochmal auf 2 runter. 3 ist vielleicht ein bisschen arg radikal schnell. Was ist eigentlich mit dem Planeten hier? Kann man den hier kolonisieren? Oh, ein bisschen besser, aber auch nicht geil. Oh Mann. Das ist nicht schön. Irgendwann mal muss ich Terraform lernen. Kann ich halt noch nicht. Das ist das Ding. Oh, wir haben das Impulstriebwerk.
Das ist gut. Wollen wir direkt auf die Quantenbohranlage gehen? Wir sind halt sehr, sehr schnell, solche Sachen zu machen. Oder das fortschrittliche Trägergeschwader, das wäre auch nicht schlecht. Puh. Schwierige Sache. Nee, ich glaube, ich nehme das Ringsegment. Es dauert zwar lange, aber ich nehme das Ringsegment. Ich finde das gerade eben am reizvollsten. Und jetzt müssen wir mal rangehen und unseren Schiffen sagen, also wenn ihr dann schon jetzt hier in den Krieg zieht, dann bitte aber auch mit maximaler Optimierung. So, wo werden eigentlich deine Schiffe gerade eben gebaut, mein Freund? Ich muss mal gerade eben mal gucken. Hier. Was ist da los? Ach, du hast noch gar... Ups. Ah ne, die Falcon-Klasse will ich nicht. Ich will die Hunter-Klasse und ich will die Firestorm-Klasse. Nicht wundern, wenn mir draußen... Falls ihr die Rettungsfahrzeuge hört, ich wohne in diesem süddeutschen Hochwasserkatastrophengebiet. Ne? Ich selber bin zwar nicht betroffen, toi toi toi, und auch meine Nachbarschaft nicht. Aber das ist der Grund, warum ihr vielleicht bei meinen Aufnahmen jetzt... also das war vor einem Monat aufgenommen, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst, als das alles so war. Ressourcenproduktion für Arbeiter, der reagiert diesen Planeten... Ja, das ist ganz toll. Absichtlich in der Rotation gebunden. Naja, trotzdem macht er 182. Ich meine, es könnte beschissener sein. Oh. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Spaceport Breach detected. We're under siege. Hä? Spaceport offline. Fehlen mir die Gase? Nee. Was fehlt mir denn dafür? Die Legierungen! Oh mein Gott, mir sind zum ersten Mal seit Ewigkeiten die Legierungen ausgegangen. Wow, das habe ich nicht kommen sehen. Das, Freunde, habe ich nicht kommen sehen. Mir sind die Legierungen ausgegangen. Okay, good to know. Meine Flotten werden auf jeden Fall jetzt hier gerade eben aktualisiert. Das dauert aber auch eine Weile. Vor allem, wenn die Mats fehlen. Naja, die bauen ja noch ganz fröhlich und fleißig, Freunde. Ganz im Ernst, ich glaube, ich bewege euch lieber da runter, da wird es schneller gehen. Da bin ich mir sogar sehr sicher, dass es schneller gehen wird. Ich brauche auch demnächst wieder neue Landungstruppen, die ich jetzt hier anfange zu produzieren. Wo haben wir denn hier? Nicht die Golf? Ich habe doch irgendwelche Skitarii, aber ich glaube, die kann ich gerade eben nicht. Ah, verdammt. Ich mache nochmal ein paar. So, jetzt haben wir endlich die Nahrungsmittelverarbeitungszentren. Das wird unser Leben ein bisschen verändern. Militärakademie. Kann halt nur eine einzige bauen, ne? Das hat sich verändert. Ich bin auch ein Fan von Bewohnbarkeit. Nee, wir machen das. So, ihr fliegt es da runter, lasst euch jetzt hier upgraden. Spaceport Breach detected. We're under siege. Wo denn jetzt schon wieder? Okay. Okay, okay, okay. Also jetzt, Freunde. Hör, was ist denn da jetzt passiert mit der Flotte? Hä? Okay, hier passieren einfach teilweise äußerst kuriose Dinge. Die Flotte von AT ist das. Ich hoffe, ich muss es nicht verstehen. Okay, wir haben im UI
Fladus-System, ein extrem mächtiges Subraumwesen, angetroffen ist, scheint nicht feindlich gesinnt zu sein und ist sicherlich nicht einmal in unseren konventionellen Raumschiffen bewusst. Doch seine bloße Anwesenheit in unserem System verursacht massive Subraumstörungen. Flur sucht, Flur findet. Wir werden es sehen. Ob Flur sucht und findet. Vor allem, ob er findet, was er sucht. Vorbereitung zur Verbesserung. Hier wird immer noch nichts verbessert. Baust du hier immer noch so krass? Ja, hier die Baureihe ist immer noch sehr, sehr voll. Ja, wobei, so voll ist es gar nicht mehr. Also wir sind gleich einsatzfähig. Dauert nicht mehr lang. Gut, 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 gut. Unfriendly traffic on route. Unfriendly traffic? Was well worth the alloys. Spaceport offline. Ich werde ja schon wieder irgendwo angegriffen. Ja, ja, da unten, die erobern halt alles zurück. Und die Verbündeten besetzen hier gerade eben alles. Oh, ich will die Gebiete einfach wieder haben. Das ist so ärgerlich. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung. Jetzt hat diese Flotte angeblich volle Stärke. Ja, wieso geht der denn hier auf 64? Das stimmt doch sowas von ganz und gar nicht. Ah, ich weiß, was da los ist. Um Gottes Willen, hört mir auf. Ja, der hat mehr Schiffe, als er haben darf. Das ist das Problem. Ich erkenne das Problem. Ja, das ist so ein typisches Problem. Schiffe transferieren. Jetzt brauche ich halt 4 von der Bezwingerklasse. Die müssen jetzt hier raus, weil die einfach nicht mehr reinpassen. Und jetzt kann ich den Scheiß hier noch bauen. Und jetzt, ja, also ganz im Ernst, die 4 hier, die räume ich jetzt halt auch mal ganz, ganz kurz mal darüber. Göttlicher Wille. Wir haben die Verdrahtung bis zu einem Tempelkomplex zurückverfolgt, der Verehrung des Orakels und seiner Geistlichen im zentralen Knotenpunkt der Station gewidmet ist. In der Kammer des Orakels jedoch befindet sich statt einer göttlichen Entität ein normaler KI-Nexus der Marke Orakel. Die Drähte erstrecken sich von seinem Kern wie ein Nervensystem über die gesamte Station. Geheime Kommunikationen zwischen den hier Lebenden haben gezeigt, dass es scheinbar einen gescheiterten Versuch gegeben hat, den Tempel zu stürmen und den Nexus zu deaktivieren. Es ist wahrscheinlich, dass ihre Gesellschaft zusammenbrach, als bekannt wurde, dass ihr Leben nicht vom göttlichen Willen, sondern von einem prophetischen Computer beherrscht wurde. Ein Neustart erfordert weitreichende Reparaturen. Hat sich also hier wohl jemand als der Maschinengott ausgegeben? Das wäre ja pure Ketzerei. So, okay. Also unsere Flotten haben jetzt schon um die 100.000 Kampfkraft. Ich denke, das wird helfen. Ich sehe jetzt hier eine Menge Kampfkraft, Freunde. Eine Menge. Sehr gut. Wir warten jetzt nur noch darauf, dass die jetzt hier, wie gesagt, alle jetzt hier voll sind. Mir fehlen halt immer noch ein bisschen Materialien hier. Ein kleines bisschen an Mats fehlt. Kommt schon, baut den Kram, dann können wir auch rüberspringen. Es reicht immer noch nicht. Warum nicht? Wie viele Schiffe fehlen denn da noch? Hä? AT, warte mal, ich guck mal gerade bei dir nochmal. Sollte ich nicht sehen, wie viele Schiffe für ihn gebaut werden? Ich bin schwer verwirrt ob dessen. Okay, die werden jetzt hier einfach gerade eben sinnlos gebaut. Ja, wir bauen ja einfach gerade eben solche Schiffe. Ich weiß nicht warum. Das Spiel macht komische Dinge schon wieder. Der Flottenbug ist wieder da. Okay, Warlord levelt. Warlord ist Erzmagos auf unserer Tempelwelt hier. Ihr macht überraschend wenig Zeug hier, um das mal so zu sagen. Ich bin negativ überrascht. Abgeordneter, diplomatische Bedeutung. Du bist halt auch unser Erzmagus, ne? Du bist auf jeden Fall auch im Rat. Industrieller, Planetengouverneur. Als Ratsmitglied. Du wirst Berater. Du wirst ein Berater, mein Lieber.
Also gut, ich habe keine Ahnung, was ich mit diesen Schiffen jetzt hier machen soll, aber ich behaupte jetzt einfach, dass diese Flotte jetzt hier so weit voll ist, wie es nur geht, weil hier stimmt was nicht. Hier stimmt einfach irgendwas nicht. Wir haben wieder einen Erstkontakt. Es kommen noch mehr Schiffe dazu. 26. Warum wurden die gebaut, aber nicht reingenommen? Ich kann es gerade nicht so... Jetzt haben sie endlich volle Stärke. Also denen fehlt noch irgendwas. Ich weiß aber nicht, was es ist. Jetzt warten wir, bis diese Schiffe hier fertiggestellt sind. Und dann ist hoffentlich gut. Wie geht es unserem Planeten hier? Ich weiß es nicht. Oh, warte mal. Ich kann jetzt endlich die Nahrungsmittelsachen machen. Jetzt muss ich bloß die Nahrungsmittelplaneten nochmal ganz, ganz kurz raussuchen. Wie den hier. Und jetzt sagen, ihr könnt jetzt endlich Fressalien-Dinge tun. Oh my goodness. Dann ist dieses Elend auch endlich vorbei. Ich habe aber noch mehr von diesen Nahrungsplaneten, das weiß ich. Da hier zum Beispiel. Du bist auch einer. Bauen wir das hier noch aus. Sorgen dafür, dass jetzt überall ordentlich gebuttert wird. Oh yeah. Wir sind der Brotkorb der Galaxis, wenn wir alles richtig machen. Und hier oben muss ich nochmal was gucken. Oh, hallo Ringsegment. Du bist noch nicht automatisiert, wie ich gerade eben feststelle. Ich weiß nicht, warum du nicht automatisiert warst, aber das haben wir jetzt mal geändert. Hier kann ich noch nichts reinmachen. Das ist nicht zu ändern. Okay. Ansonsten sieht es hier gerade eben ganz gut aus. Okay, hier machen wir es aber schon wieder 100 mehr. Ich kann also wieder 100 mehr verkaufen. Liebe, liebe Flotten, wie sieht's aus? AT fehlt nichts mehr. AT hat jetzt alles, was er braucht. Wir können also jetzt in die Offensive gehen. Mit allem, was wir haben. Okay, ich... weiß gerade eben nicht mehr, wie wir da hingekommen sind. Da war doch, glaube ich, irgendwie was mit einem... Ja, genau. Da sind wir reingesprungen. Da drüben. Jetzt weiß ich es wieder. Alles klar. Wir mussten über das Wurmloch reisen. Also, hoch mit euch, Leute. Wir werden jetzt auch über das Wurmloch dort einfallen. Eine andere Idee habe ich so spontan nicht. Nova-Klasse, Bezwinger-Klasse. Ganz im Ernst, ich lösche die. Das bringt so nichts mehr. Nur die behalte ich noch, weil... Ach nee, was soll's, komm. Einfach was soll's. Dann werde ich hier Silent mitnehmen. Unsere Kriegsmüdigkeit wird leider immer größer. Okay, wir springen rüber, Leute. Und holen uns das Ding hier. Währenddessen wir jetzt hier noch ganz, ganz kurz hier ein kleines Artefakt entdecken. Kürzlich gab ein Teil des Bodens bei den Ruinen, die auf Avalon ausgegraben wurde, nach und mehrere unserer Archäologen stürzen in einen kleinen Abgrund hinunter. Zum Glück sind sie nicht nur unversehrt aus dem Vorfall hervorgegangen, sondern haben auch noch einige kleine Artefakte gefunden. Nice. So, wir sind angekommen. Attempting brute force entry on an enemy station. Hallo? Wusch. Wir haben das Ding hier genommen. Oh, was? Das gehört jetzt einem anderen? Weil der Ansprüche drauf hat. Oh, Kacke. Ich hasse alles. Aber wisst ihr was? Da ist der Slaughterer. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in diese Richtung. Ich muss mal gerade mal gucken, wie sieht's hier um... Wie ist es um die Ansprüche bestellt? Ich kann hier keine Ansprüche stellen. Was voll zum Kotzen ist. Ich nehme mir mal Ansprüche auf das da alles. Ach, das ist der Ronsa-State. Ist mir egal, ich habe trotzdem Ansprüche draufgestellt. Ach, Kacke, 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 Kacke. Das ist voll gemein.
dass die das jetzt hier alles beanspruchen können. Und ich kann's gar nicht. Warum kann ich das nicht? Ja, die werden halt komplett von den Kriegsverbündeten beansprucht. Also mein geiler Plan geht gar nicht auf. Was allerdings jetzt mein nächster Plan ist, Freunde. Wir werden jetzt ihren komischen Planetenzerstörer zerstören. So, wir fliegen dann mal jetzt hier mit unserer Flotte jetzt hier mal so quer durch. Eine feindliche Tierwelt. Wir haben kürzlich entdeckt, dass sich eine Gruppe größerer Raubtiere, die auf Avalon beheimatet sind, in den Ruinen, die derzeit von ausgegraben werden, niedergelassen haben. Viele Archäologen starben noch, bevor Kai Baumann schließlich die Überlebenden in Sicherheit bringen konnte. Aber immerhin hast du die Überlebenden in Sicherheit gebracht. Jetzt machen wir wirklich viel mehr Nahrung. Oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Attempting brute force entry on an enemy station. Okay. Ne, wisst ihr was? Wir holen das da. Hier ist auch noch ein L-Tor und dann das da. Also wir besetzen das jetzt hier erstmal so grob, aber wirklich viel kann ich gerade eben da nicht machen. Du kommst jetzt hier rüber und hilfst jetzt mal ganz, ganz kurz mal hier bei der Bergung. Das ist nicht ideal. We've constructed something game-changing. Attempting brute force entry on an enemy station. Das geht schnell. Hier gehen die ganzen Transporter down, das Kolonieschiff geht down. Boah, die haben da oben schon wieder was zerstört. Ich hasse es wirklich, dass ich ihre Heimatwelt nicht nehmen kann. Das ist so gemein. So, ihr seht ja jetzt, was los ist. Na, wir machen jetzt wirklich einen Riesenhaufen Nahrung. Ich habe wieder einen Erstkontakt. Schick. Ja, dann schicke ich mal dich da rein. So, wie sieht's jetzt hier aus? Ich glaube nicht, dass sie uns gewachsen sind. Ah, Hyperschilde, Nullpunktenergie, Tachyon-Gedöns. Das sieht ganz gut aus. Und auch das System ist jetzt genommen. Ich werde nachher dann mal gucken, dass ich hier die Verluste dann wieder ausgleiche. So, der Plan ist es jetzt hier drauf zu gehen, ohne dabei drauf zu gehen. Hier kann ich noch mehr Bergungen durchführen. Bergungen durchführen. Gebt mir Tech, Freunde. Gebt mir Tech. We're under attack. Time to dance. Wo? Zum Glück nicht in meinem Gebiet. Da ist alles gut. Da ist alles gut, wie es sein soll. Jetzt gucke ich mal gerade eben, wie es aussieht. 61,4K. Na, das ist alles noch ein bisschen zum Anfang, ne? Was ist eigentlich das da? Duale Artefaktnutzung? Nee. Oh, das ist cool. Oh, ist das geil. Wir haben jetzt die Möglichkeit, neue geile Erlasse zu benutzen, die es wirklich in sich haben, Freunde. Hier die drei. Die astrale Anbindung. Ressourcen von Jobs. Astrale Abschirmung gibt noch mehr Trefferpunkte, Schilde und Schildverhärtung und dimensionale Kunst. Problem ist bloß, wir können das momentan noch nicht wirklich nutzen. Ich möchte das aber jetzt hier nutzbar machen, indem ich jetzt anfange, hier den Astralsauger zu machen. Dann mache ich nämlich noch mehr Physikforschung. Und den Astralsauger brauche ich eigentlich auf so ziemlich jedem Planeten. Die Frage ist bloß, ja, ich ersetze dafür jetzt hier sowas wie ein Tempel oder sowas. Hier ebenso, ja, so zwei Tempel brauche ich nicht unbedingt. Der Planet ist noch lange nicht, der hat auch eine gebundene Rotation. Also ich bin der Meinung, hier könnte man auf jeden Fall sagen, der braucht mehr Bauplätze.
Das ist gut, dann machen wir auch den Astralsauger da rein. In diese Alpinwelt hier. Wovon habe ich hier viel? Ich mache sehr viele exotische Gase. Das ersetze ich jetzt auch mal hier durch diesen Astralsauger. Also ich will jetzt sehr viele Astralsauger bauen. Das merkt ihr jetzt schon, ne? Das ist hier gerade eben das Ziel. Das Ding hier brauchen wir nicht unbedingt. Astralsauger rein. Hier haben wir schon einen Astralsauger. Den kann man mal verbessern. Hier haben wir schon Astralsauger drin. Hier auch. Ja, das Problem ist halt bloß, die Jobs müssen halt erstmal in diese Richtung gemacht werden. Oh, hier haben wir eine Tundra-Welt. Ich ersetze auch dich hier durch einen Astralsauger. Einen hier. Ich schmeiß den Bioreaktor hier kurz mal raus. Ja, ich weiß, ihr habt mir geschrieben, ich soll mir den Bioreaktor nochmal angucken, aber das mache ich bei einer anderen Gelegenheit und nicht jetzt sofort. Hier machen wir noch einen Astralsauger rein. Hier werten wir erstmal dich hier auf. Kann ich auch schon mal jetzt hier mal spezialisieren, den Kollegen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, einen Astralsauger zu machen. Die machen halt auch Physikforschung, deswegen finde ich sie so cool. Das gleicht dann so ein bisschen jetzt hier unsere Schwäche in der Physikforschung aus, die wir haben. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Also, es ist schwierig. Ökumenopolis will ich momentan nicht rausmachen. Ja, hier kann ich es eigentlich beim besten Wissen und Gewissen nicht machen, ne? Es sei denn, ich entscheide mich dazu. Warum mache ich eigentlich die hier? Welche Supertech-Priester will ich denn reinnehmen? Die da natürlich. Die sollen ja gebaut werden. Ja, komm. Wachstumsgeschwindigkeit für Bewohner ist zwar wichtig, aber ich entscheide mich jetzt einfach mal dagegen. Auch hier, das ersetze ich. Hier auf jeden Fall auch. Hier machen wir noch einen Astralsauger rein. Den ersetzen wir noch. Hier kommt noch eine Chemieanlage rein. Astralsauger. Eine weitere Ozeanwelt. Wir brauchen eine Menge Polizei, ich sag's euch. Ne, dann ersetzen wir das hier auch nochmal durch einen Astralsauger. Und dann haben wir alles in diese Richtung gemacht. So, Freunde. Und jetzt geht hier unsere Offensive weiter. Ich möchte nämlich ihre Flotten vernichten. So, hier haben wir jetzt mal hart gehittet. Hier gab es auch ein Level-Up für Druck. Druck, was hast du für Schiffe? Ja, du hast... Waffenreichweite und Waffenschaden. Ist halt schon geil. Wir nehmen den Artillerie-Schwerpunkt. Auf jeden Fall. So, ich tue jetzt mal gerade eben mal die Schiffe jetzt hier, wo wir schon entsprechende Schiffe verloren haben, entsprechend anpassen. Ihr seht es hier, ne? Hier wurden die Falkion-Klassen auseinandergenommen. Das ist auch genau das, was ich erwartet hatte. Auch die Kreuzer sind teilweise hops gegangen. Hier ist noch nicht viel passiert. Hier sind auch mal ein paar Zerstörer draufgegangen. Okay. Wie gut ist die Verteidigung hier? Überschaubar. Gehen wir sie hauen. Theoretisch müsste ich eigentlich auch Schiffe nachproduzieren können jetzt. Da oben ist der Miesling, den muss ich demnächst mal auseinandernehmen. Aber jetzt will ich erstmal ihre Flotten vernichten. Das hier haben wir auch gewonnen. Okay, wir bekommen wohl Weltraumwale. Dann... Was ist das hier? Das ist eine 14K-Flotte. Die ist mir eigentlich total egal, um ehrlich zu sein. Ja, wobei, ganz egal kann sie mir nicht sein. Ich gehe sie mal besiegen. Rontus ist übrigens ihre Heimatwelt. Ich sollte sie dringend mir mal holen. Ich hasse es bloß, dass ich sie nicht beanspruchen kann. Ey, das ist so zum Brechen. Manu, ist das gemein.
Das ist wirklich gemein. Oh, das Ding gehört es mir? Hä? Can somebody explain me that shit? Okay, ich bin jetzt schwer irritiert ob dessen. Vielleicht kann ich ja doch noch. Okay. Feuerrade Schiffe. Ach, das ist ein neuer Kommandant, den wir bekommen haben. Ach, wie geil. Dann, meine lieben Freunde, dann ist das jetzt hier der Luke. Lieber Luke, du wirst unser mächtiger General sein. Ich hoffe es zumindest, dass du es sein wirst. Ich hole dich auf jeden Fall jetzt auch schon mal hier rüber. Vielleicht kann ich hier doch noch Gebiete besetzen. Das wäre mega geil. Ob das klappt, Freunde, erfahren wir in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.